Morgens um 8 Uhr im Bau- und Wirtschaftshof in Voitsberg. Ewald, 58 Jahre, steht in der Gemeindetischlerei und startet in den Arbeitstag. Die örtliche hatte Elbe saniert und da braucht es neue Schreibtische, Sessel und Regale. Seit knapp 3 Jahren ist Ewald in der Gemeinde Voitsberg tätig. Der Weg dorthin war kein einfacher. Also mein Name ist Ewald Wanger, geboren 1963, habe nach der Pflichtschule die Tischlerlehre absolviert, habe dann über 30 Jahre in der Holzindustrie gearbeitet. Ja, das waren dann eigentlich persönliche Differenzen mit dem Chef, es hat eigentlich nicht mehr so harmoniert. Und dann habe ich eigentlich gekündigt mit 50. Das war eine schwierige Entscheidung, aber ich habe es psychisch nicht mehr durchgestanden, da habe ich dann müssen kündigen. Und dann habe ich eigentlich mich 4 Jahre durchs Leben geschlagen mit Personal-Leasing-Jobs. Ab 2016 war ich eigentlich dann länger arbeitslos. Das ist zwar am Anfang vielleicht lustig, die ersten 2 Wochen, 3 Wochen, aber irgendwann, nach ein paar Monaten, wird es eigentlich stressig. Das belastet einen dann schon psychisch sehr. Man schickt zwar Bewerbungen ab, aber wird immer abgewiesen oder zu 90%. Oft gibt man gar keine Rückmeldung und sonst ist einfach die Stelle schon besetzt oder was. Ne? Und je länger sich die Arbeitslosigkeit hinzieht, wie schwieriger wird es eigentlich dann. Ne? Dass man wieder Arbeit findet. Ne? Nach über einem Jahr auf Jobsuche ist Ewald mutlos geworden und zermürbt. Sein letzter Hoffnungsschimmer ist die der Aktion 20.000. Ex-Bundeskanzler Christian Kern rief sie 2017 ins Leben, um ältere Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen. Die typischen Sachen, was wir in der Tischerei machen, das ist eigentlich Instandhaltung von Schulen, Rathaus, Musik, Schule, Bibliothek und das Ganze. Und da muss man, weiß ich nicht, Kästen bauen, Regale bauen, Büroeinrichtungen neu machen. Also ich bin im Bauhof sicher sehr gut aufgenommen worden. Wir sind wirklich ein großes Team und ich sage mal, es ist jeder für jeden da. Und so wie es Ewald vor 3 Jahren ging, geht es jetzt während der Krise sehr vielen. Die Arbeitslosigkeit ist drastisch gestiegen. Besonders dramatisch ist es für Langzeitarbeitslose. Österreichweit suchen 140.000 Menschen schon länger als 12 Monate einen Job, ein satter Anstieg um 40%. Auch in der Steiermark sind die Zahlen der Langzeitarbeitslosen rasant gestiegen, um mehr als 50% auf über 14.000 Menschen, die seit über einem Jahr auf der Suche nach Arbeit sind. Die Aktion 40.000 ist an die Aktion 20.000 angelehnt. Das heißt, 40.000 Arbeitsplätze in Gemeinden, öffentlichen Einrichtungen, gemeinnützigen Vereinen und sozialen Unternehmen stehen für Menschen zur Verfügung, die seit mehr als einem Jahr auf Jobsuche sind. 2 Jahre lang sollen diese Arbeitsplätze vom Bund gefördert werden. Und wenn es gut geht, kann sich daraus, wie bei Ewald, eine langfristige und sichere Beschäftigung ergeben. In die Zukunft blickt Ewald mit Optimismus und eine Idee für die Pension hat er auch schon. Bis zur Pension sind natürlich noch ein paar Jahre und wenn wir mal Pension sind und meine Frau und wir noch gesundheitlich gut sind, dann haben wir eigentlich vor, mal nach Kanada, nach Vancouver zu der Kaserne ein paar Wochen zu fliegen und das ist dann eigentlich ein Traum für uns, der Pension.